ganz herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Heute bin ich barefaced, ohne Make-up, naturschön für euch. ich bin gerade erst wach geworden und mein Beauty-Bay-Paket ist just arrived into my door. Und ich habe mir gedacht, damit wir auch schön unverfälscht einen tollen Haul für euch abdrehen, mache ich das mit meinen fetten Tränensäcken, die ich einfach als Frau habe. Herzlich willkommen in der Natur der Schönheit. was ich euch mal so als ganz kurzen Tipp geben kann. Ich habe hier seit ein paar Wochen diese Q10 Antifalten-Tagescreme. Ja, ich bin 29. I need Antifalten-Stuff. Und super, richtig geil. Sie macht die Haut sehr smooth. Wie gesagt, ich habe jetzt praktisch dieses Hochkonzentrierte da benutzt und mache mir noch danach noch praktisch diese Q10 Maske drüber. Ha, I'm feeling alive. Aber ich muss sagen, ich finde, es fehlt irgendwie in dieser Beauty Community, dass Leute sich einfach auch vollkommen nackt vor die Kamera setzen, weil es ist einfach völlig unrealistisch, im Pyjama sich mit High Glamour in der Fresse irgendwo hinzusetzen. Das ist überhaupt nicht meins. Sorry, jeder, der sich erschreckt, bitte deabonnieren und auf Wiedersehen. und ich habe für euch, also, was sagt Katice Schmidt immer? Den hottesten Shit ever. Ich finde die super, die ist so geil. Auf jeden Fall habe ich hier zwei Paletten, die muss ich euch vorstellen. Und ich habe hier ein ganzes Plate voller Sachen. Das würde ich euch gerne gleich zeigen. Und wie gesagt, bist du ganz neu auf meinem Kanal und hast ein bisschen nett vom Stuhl kippt, weil du das gesehen hast, dann abonnier doch meinen Kanal sehr gerne und wir sehen uns auf jeden Fall gleich. Und ich wühle mit euch dann gleich diesen Plate durch und zeige euch, was ich praktisch Neues gekauft habe. Ein kleiner Disclaimer am Rande, es gibt keinen. Leute, jede Frau sollte so viel Make-up kaufen, wie sie Bock hat. Und ich mache das immer so, ich habe ein Budget von so und so viele Euros im Monat. Bei mir sind das so zwischen 150 und 200 Euro. Da geht aber wirklich Haircare, Skincare, Pinsel, alles Mögliche von ab. Und ja, 200 Euro ist für viele Leute sehr viel. Aber ich arbeite sehr viel und ich muss auch einfach leider sagen, als Dauernachtwache zum Beispiel braucht man einfach eine ganz andere, sage ich mal, Pflege. Also ich bin ultimativ zufrieden mit dem hier. Ich habe aber zum Beispiel super viele Skincare-Sachen von The Body Shop und achte eigentlich auch sehr auf Preise, aber ich möchte mich nicht einschränken müssen. Mir macht das einfach zu sehr Spaß. Aber ich muss sagen, diese 200 Euro, das kommt eigentlich sehr gut hin. Ich habe wirklich, also ich habe für die Paletten 70 bezahlt und für das sind es knapp 100 Euro. Ich habe sogar noch Budget übrig. Muss aber sagen, ich hatte jetzt auch Gutscheine. Das hatte jetzt keine Rolle gespielt, ob ich mein Budget überschreite oder nicht. Aber ich muss sagen, also dadurch, dass ich bei vier Marken einkaufe, wo es wirklich, wirklich günstig ist, macht das überhaupt nichts. So, ihr Süßen, nett schnacken, Haul anschauen. Beginnen wir mal mit, also ich fange jetzt einfach mal mit ganz schlichten Sachen an. Ich habe hier Kosmetikbeutel gekauft. Und zwar sind das 10 Liter Beutel mit einem Griff. Manchmal mache ich hier an meine Schublädchen einfach eine kleine Tüte dran, wenn ich weiß, ich mache so einen Look. Ich habe auf Instagram einen Helene Fischer Look geschminkt. Das hat scheinbar voll vielen gefallen. Schaut mir, bitte, bitte folgt mir auch gerne auf Instagram. Ich schreibe euch unten den Namen, beziehungsweise verlinke ich das. Und auf jeden Fall, ich benutze halt gern diese Müllbeutel. Hängen sie mir hier an den Henkelchen dran. Oder mein Freund benutzt jetzt Hundekotbeutel, but whatever. Ich habe jetzt einige Sachen. Und zwar, ich hatte ja in einem Video erwähnt, ich verlinke es dann hier oben. Und zwar diese Make-up Revolution Concealer. Und zwar, also hier ist eine Packung, eine Farbe. Und zwar habe ich mir jetzt einige andere Farben gekauft. Und zwar, ich habe jetzt, ich verlinke euch die Videos, die ich dazu gemacht habe. Ich will auch noch ein separates Video machen. Aber bitte seid gnädig, ich habe einfach überhaupt so wenig Zeit. Also das ist echt ganz grausam. Heute ist Freitag, Leute. Ganz aktuell gedreht und das Video kommt auch an diesem Freitag online. Leute, alle, die diese Abonnentengewinne erhoffen und erwarten, ich habe sie immer noch nicht weggeschickt. Ich hatte die ganze Woche zu arbeiten. Mir ging es auch nicht besonders die Woche.
Und ich habe es einfach aus Verrecken nicht zur Post geschafft, weil wir haben halt eine Post, die halt nicht die ganze Zeit offen hat. Da muss ich halt zu speziellen Zeiten gehen, dann hat die Mittagspause. Ich kann aber dann nicht anders und das ist echt scheiße. Also bitte verzeiht mir. Ich habe jetzt auch leider Gottes liebe Doris, ich habe deine Nachricht gelesen auf Instagram. Es tut mir so leid, dass dein Paket verloren gegangen ist. Leute, das passiert tatsächlich das erste Mal, aber dadurch, dass ich halt unversichert verschicke, um jetzt nicht noch zusätzlich mehr Kosten zu haben, weil ich das ja schon alles einkaufe. Das müsst ihr dann sehr verstehen. Mir tut das unnormal leid, aber das passiert leider. Also da kann ich leider überhaupt gar nichts. Aber nur um das mal gesagt zu haben, es tut mir echt leid, liebe Doris. Und falls ich mal dazu komme, probiere ich noch mal irgendwas dir zu senden. Ich habe dich dann nicht vergessen und hoffe, dass es ankommt. Bei den nächsten Gewinnspielen würde ich auch euch bitten, mit drunter zu schreiben, wo ihr herkommt, damit ich auch in etwa weiß, wie ich die Post zu verpacken und versenden habe, weil es sagt mir dann immer die Post ganz spontan am Schalter und da würde ich mich gerne darauf vorbereiten, damit auch das nicht nochmal passiert. Ja? Also zurück zum Haul. Ich habe jetzt hier einige andere Farben gekauft und zwar habe ich jetzt hier einmal zweimal die C2, die C4, C4. Und dann habe ich noch mehr Konturfarben gekauft. Und zwar einmal die C15, die ist halt sehr, sehr viel dunkler. Ja, sehr, sehr viel dunkler wie die anderen. Und die C13, die benutze ich momentan ja total geil zum Konturieren. Also ich mache gerade super gern Cream Contouring. Das klappt mit dem Produkt sehr, sehr gut. Ich muss gerade schon wieder Autofokus. Ah, da bin ich wieder. Und die da, das sind einfach Backups, ja, weil. Leute, jeder, der meinen Worten glaubt, hat jetzt mindestens schon bei Tam Beauty bestellt. Und die sind unnormal, die Sachen. Und ich habe dann nochmal eine volle Packung C4 bestellt. Ich habe jetzt insgesamt 3, 6, 9 Concealer bestellt. Das kommt in meiner Backup-Schublade. Diese Sachen bestelle ich bei Tam Beauty und das klappt eigentlich immer sehr, sehr gut. Bei Tam Beauty habe ich auch noch diese Paletten bestellt. Und zwar, weil ich ja so wenig Palette habe, das wisst ihr ja. Ich habe mir ja bei einem Haul diese da gekauft. Leute, ich benutze die jeden Tag ohne Joke. Also ich jetzt übertreibe jetzt nicht, wenn ich euch sage, ich benutze jeden Tag, um meine Arbeits- und Alltagslook zu schminken. Die ist einfach so geil. Ich benutze immer gerne dieses zum Abpudern. Dann gehe ich entweder mit diesen in die Transition und dann decke ich, mache ich es dunkler mit diesen, entweder mit diesen dreien. Je nachdem, wie dramatisch ich jetzt Bock habe, in der Nacht auszusehen, benutze ich die unnormal gerne. Und ich konnte es mir leider nicht verkneifen und habe für 5,55 € auch noch die anderen Farben gekauft. Und zwar, diese hat obwohl Anastasia Beverly Hills Modern Renaissance Look irgendwie. Es ist tatsächlich so, die sind unnormal gut pigmentiert. Ihr Schatzis, wenn ich es finde, mache ich euch direkt den Link rein. Die Paletten kosten, also ich sag euch die Preise in etwa, weil wie immer habe ich den Kassenzettel nicht. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Ansonsten schreibt mir einfach in die Kommentare, ich kann euch dann das raussuchen, ja. Und zwar, ja, jetzt kann ich es aber wieder nicht aufmachen, das ist wieder typisch, wenn man das Video macht. Auf jeden Fall, die bleibt jetzt zu. Das ist praktisch die Modern Renaissance Style. Das ist die Iconic Vitality. Ich finde die sehr, 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 sehr schön. Da sind bärige Töne drin, auch na natürliche, auch wieder ein paar Schimmertöne. Und wie gesagt, die kosten nur 5 € oder so, 5,55 €. Dann habe ich mir noch die Iconic Fever geholt. Das ist praktisch auch mit bärigen Tönen. Aber was ich halt sehr interessant fand, ist halt hier, die haben halt ein bisschen hellere Töne, auch um ein bisschen abzupudern. Die Pigmentierung dieser Paletten ist super geil. Also ich freue mich auch wieder auf diesen orangenen Ton, weil ich benutze die halt in die Transition sehr gerne, um einfach meine anderen Looks aufzubauen. Die Palette finde ich auch unnormal schön. Wer meint, die sehen gleich aus? Nein, tun sie nicht. Ich gucke jetzt mal, dass ich vielleicht doch die aufkriege. Also die Paletten kosten, ich meine, 5,29 € oder 5,55 €. Die haben manchmal solche absurden Preise, weil das ja auf Pfund runtergerechnet wird. Bei Tam Beauty. Da könnt ihr ja German eintragen und dann könnt ihr. Ah, ich krieg's auf. Und ja, die kann ich euch zum Beispiel aufmachen. Das ist halt auch wieder so ein warmer Traum. Von der Pan-Größe her ähneln die den NYX Fire Paletten total gut. Ihr müsst euch mal bei Makeup Revolution auf der Seite, auf der Tam Beauty Seite umschauen. Die haben mittlerweile echt geile Dupes zu diesen Earth and Fire Paletten.
Ich sag's nochmal, ich würde sie nicht missen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich die jetzt wegtun würde oder so, aber es ist halt echt, also ich sag immer noch, also nix, Entschuldigung. Ich bin ja auch im April wegen Alida ihrem Geburtstag in Köln. Und da muss ich mal echt was sagen. Also ich würde ja gerne die I Love Mochi LE oder was es ist, würde ich ja gerne mir kaufen. Aber ich habe jetzt gesehen, dass diese drückbaren und Squish Lidschattenpaletten zwar super schön sind, aber über 20 € kosten. Oh! Ja, also die, wie gesagt, die habe ich jetzt mal aufgemacht. Das ist halt eine super schön erdige Palette. Und die andere, die hat halt echt Modern Renaissance Look, ja. Ich habe die Anastasia Beverly Hills Modern Renaissance nicht, weil ich mittlerweile 1000 andere Paletten habe, die der einfach farblich so ähnlich sind. Und ich bin dann ehrlich gesagt so eine Geizige. Ich will mal gucken jetzt im Black Friday, da werde ich wieder, also da wird auch Geld zur Seite gelegt, weil da werde ich mir solche Sachen halt angucken, wenn es ein bisschen reduzierter ist. Oder wenn ich zum Beispiel 20% drauf kriege, da wird dann sowas eher mal in den Karton wandern. Also so. So, und dann habe ich jetzt hier, also im Prinzip, da habt ihr jetzt einen guten Dupe. Das ist wie gesagt die Vitality. Und da habt ihr auch diese bärigen Töne, ein paar Mauve-Töne. Das ist ein schönes Schwarz. Ein sehr helles, schimmerndes zum Abtönen oder hier in die Augenbraue rein. Ich muss sagen, von allen gefällt mir jetzt trotzdem diese Subculture-like am besten, weil. Ich finde, ey, Leute, liebe Make-up-Community, bitte produziert wieder Kalt- und Kühltonpaletten. Also, ich meine, ich liebe meine Warm Tones, ey, definitely, aber ich hätte auch gern mal wieder den Shit von Petrol und dunklem Waldgrün oder so in meinem Gesicht. Das wäre zauberhaft. dann war ich bei, und da muss ich meinem Freund, beziehungsweise einem sehr engen Freund von uns, dem Frankie, sehr, sehr herzlich zu meinem 25-Euro-Gutschein danken, weil ich habe mir von ihm, wartet mal, so, habe ich mir einiges gekauft, so zum Probieren. Ich hoffe, dass ich jetzt hier alles habe. Think so. Ja, genau. Auf jeden Fall, ja, ich glaube, das habe ich alles. Habe ich hier einige Sachen mir gekauft. Von diesem Gutschein, ich hatte 25 € bekommen. Super, super geiler Betrag, sage ich euch ganz ehrlich. Ich finde 25 € ein toller Betrag, weil da könnt ihr heutzutage so geile Sachen kaufen. Natürlich hat Jenny sich wieder Blendepinsel mitgenommen. Also, Leute, Blendepinsel und dieser Smoky Brush geht bei Essence raus. Are you nuts? Also, ich benutze den unnormal gerne in der Lower Lash Line und vor allen Dingen auch hier zum Farbe in die Ecken packen. Und ich habe mir jetzt zwei davon gekauft. Und nochmal vier Blendebrushes. Leute, das sind die besten Blendebrushes, wenn ihr flächig abblenden wollt. Also ich habe wirklich 90% von diesen Blendern. Ich benutze keine High-End-Pinsel, keine MAC, kein Ding. Ich sag's nochmal, ich gebe keine 30 € für einen Pinsel aus. No. Ich habe meine ganzen schönen Looks, wenn ich die auf Instagram poste und leider nicht nachgeschminkt habe, sind das einfach Looks, die ich mit Essence-Pinsel schminke. Auf jeden Fall habe ich mir die na also nachgekauft, weil ich fand die einfach richtig, richtig gut. Jetzt muss ich gerade nur schauen, irgendwo lag noch ein Pigment. Ah. Dann habe ich mir das Make Me Glow von Essence gekauft. Und zwar, das ist ein Liquid Bronzer. Und den fand ich sowas von. Also, das ist eins von diesem neuen Sortiment, was damals gekommen ist. Und das ist ein Liquid Bronzer. Kann man aber auch als Highlighter benutzen. Und der hat einen tollen Sheen. Also, ich finde gar nicht, dass das so krass aussieht. Also, ich würde den. Ich weiß gar nicht. Ich bin gerade dadurch, dass ich ja auch viele Cremeprodukte zum Konturieren benutze, bin ich gerade auf so einem Trip von. Ich möchte glowy aussehen. Also, echt cool. Also, mir gefällt das unnormal gut. Und ich habe jetzt auf jeden Fall dann nochmal den Liquid Highlighter von Essence. Der Let Me Glow. Das sind wie gesagt neuere Produkte, die ich jetzt aber noch nie getestet hatte. Ja. Das sind so coole Dupes zu diesen Benefit-Liquid Highlightern. Super cooler Sheen. Ihr könnt sowas auch zum Beispiel in die Foundation mit reinmischen. Das ist zum Beispiel auch ohne Probleme möglich. Dann habe ich hier. Moon Glitter gekauft. Und zwar hat Essence Glitzer rausgebracht. Und zwar ist das so ein geiles Pink.
Und das ist so ein wunderschönes Smoky Gray. Kann man das sehen? Ich hoffe, das sieht man. Ah, da ist es. Das ist so ein richtig schönes Smoky Gray. Und solche, also wie gesagt, die Pigmente sind auch toll verpackt in so einer Glasflasche, was ich sehr geil finde. Nyx nimmt 7 € dafür und 6 €. 6 €. Und die machen keine Glasflasche. Nur mal, um das zu sagen. Dann habe ich hier noch einen Strobing-Stick. Und zwar, ich hatte den schon mal von der Tasty Tasty bekommen. Und zwar habe ich den damals mit verlost, aber fand den eigentlich ganz gut. Und der war jetzt gerade im Angebot irgendwie. Ich weiß gar nicht, ob der auch aus dem Sortiment rausgeht. Auf jeden Fall ist das auch so ein richtig cooler Strobing-Stick. Und zwar würde ich gern diesen Strobing-Stick nicht, Strobing-Stick, nicht auf meiner Wange nehmen, sondern hier in der Augenbraue. Weil ich finde so Liquids irgendwie so ein bisschen gescheiter, wenn man die da oben reindrückt, ja. Und dann habe ich suche auch noch den zweiten irgendwo. Ich weiß, dass ich definitiv noch einen zweiten davon habe. Und zwar ein Total Me Eyeshadow Topcoat. Das ist ein, ja, das ist so ein, so ein goldschimmernder Topcoat, der aber von mir in einem Tutorial, was ihr sehen werdet am Sonntag mit der lieben Isshizu. ich habe eine tolle Kollaboration mit der Isshizu. Und da werden wir einen tollen Engelchen- und Teufelchen-Look schminken. Da könnt ihr sehr, sehr gespannt drauf sein. Und da würde ich gerne dieses irgendwie als Highlighter benutzen. Ich muss mal schauen. Und dann habe ich auch ein LE-Produkt gekauft. Und zwar aus der Limited Edition Blush Flash Ombre Blush Set. Und zwar in Vibrant Pink. Und das hat so einen Smashbox-Touch irgendwie, finde ich. Und das hat so einen Ombre-Look. Habe ich die Folie schon abgemacht hier drin? Ah, da kann man die Folie abmachen. Cool. Auf jeden Fall, da drin könnt ihr die Folie abmachen. Das ist, dann ist der Spiegel halt ein bisschen geschützter. Das ist halt auch super. Da habt ihr dann einen schönen Spiegel drin. Da seht ihr. Und auf jeden Fall habt ihr hier so einen Ombre-Look. Da könnt ihr halt bronzen, blushen. Und da ist auch so ein leichter rosa Highlighter drin. Sehr, sehr schön. Dann habe ich mir noch von einem sehr, sehr, sehr lieben Freund, dem lieben Dario, da danke ich dir auch von Herzen, Schatz, habe ich einen 30-Euro-Gutschein bekommen. Und von dem habe ich mir die Pinsel und eine, also ich habe bei Love bei ihm eingekauft. Super geil. Also Love hat ja die Pinsel rausgenommen aus ihrem Sortiment. Die wollen halt irgendwie keine Pinsel mehr verkaufen. Das lohnt wohl nicht. Die Sachen gehen zwar aus dem Sortiment raus in der Filiale, aber können wir mal darüber sprechen, was für tolle Brushes die haben? Ich wusste das gar nicht. Also das ist eine so eine Love Brush. Das ist die, ich habe die zweimal gekauft, weil die hat statt 11 Euro 5,95 € gekostet. Und ich fand das so eine tolle Kontur und Blush Brush und eventuell auch so eine Highlighter-Tupfi, ja, dass ich gesagt habe, also ich könnte mir dadurch auch vorstellen, hier zum Beispiel mein Gesicht zu setten oder so. Auf jeden Fall so eine längliche hat, die habe ich ja mal als Highlighter-Pinsel von Essence gehabt. Ich versuche, ich zeige es euch mal. Und zwar diese hier, die ist ja sehr viel kleiner, die benutze ich ja zum Highlighten, aber die fand ich halt super. Da könntet ihr zum Beispiel euren Excess wegschauen und auch zum Beispiel einfach eine geile, scharfe Kontur ziehen. Und können wir mal darüber sprechen, wie toll der Pinsel aussieht. Der hätte normalerweise jetzt 11 Euro gekostet oder 12 Euro und ich habe den für 5,70 € bekommen. Und ich habe mir davon zwei gekauft, weil Dario habe ich versprochen, dass ich mir neue Pinsel kaufe. Nicht, dass ich schon nicht genug hätte, aber ich will jetzt auch ein bisschen durch meine Pinsel durchgehen. Da werde ich euch vielleicht auch mitnehmen, also dass ich praktisch das abfirme, wie ich die aussortiere, weil auch bei den Pinseln gibt es Pinsel, die ich einfach nicht benutzen werde und die ich auch einfach seit einem halben Jahr nicht mehr in der Hand habe. Und dann werden die von mir gewaschen und separiert. Das heißt, aus meinem Vanity, also von meiner Schminkposition, verschwinden. Auf jeden Fall, das ist so eine ganz tolle Brush. Ich finde die halt toll. Da könnt ihr halt super leicht Bronzer auftragen und halt schön auftragen oder hier so eine scharfe Linie ziehen, um praktisch eure Kontur ein bisschen zu verdichten. Also richtig schön. Und dann ist mir irgendwie, mir ist die Love-Abteilung noch nie aufgefallen. Und dann ist mir diese Palette in die Hände gefallen. Und zwar The Glorious Highlighting in Bronze Palette. Das ist eine Palette in der N10, die Rose Edition. Und hello, schaut euch mal das bitte an. Wie geil ist das?
Leute, der Highlighter, also da ist ein Soft Illuminator drin und das ist auch richtig cool. Ein Illuminator ist ja praktisch kein Highlighter, sondern so ein schimmerndes Ding, wo ihr so leicht auftragen könnt. Aber der metallische Highlighter, Leute, super buttrig und hallo, hallo, super geil zum Verteilen und so shiny. Und der hat auch einen Bronzer drin und ich will jetzt, also ich muss sagen, ich benutze super gerne Highlighter. Ich benutze auch recht viel Highlighter, auch wenn das jetzt meine Texture ein bisschen unterstreicht. I don't give a fuck. Ich muss euch mal erzählen, wie geil sich das hier anfühlt. Das fühlt sich so ein bisschen an wie so ein Schlangenlederimitat und das ist richtig schwer, Leute. Also das kostet 15 Euro. Deswegen habe ich mir das von einem Gutschein gekauft, weil Dario, der weiß immer ganz genau, dass man mich sowas von happy macht. Schaut mal, ihr habt da jetzt keinen so einen krassen Sheen. Jetzt sind die Highlighter und Illuminator ist ja totaler Unterschied. Ich guck mal, ob ich es geswatcht krieg. Da könnt ihr es sehen. Also es ist der Highlighter und der Illuminator. Von der Haut, also vom Ton her perfekt. Super schöner Spiegel, mega verarbeitet, Leute. Das fühlt sich an, wie wenn es in Leder gepackt ist. Ist es aber nicht. Und dann habe ich noch drei günstige Sachen und dann habe ich praktisch zwei High-End-Paletten, die ich mir gekauft habe und zwar in folgendem Sale, das erzähle ich euch dann passend. Ich habe von Kiko einen Long-Lasting Wet and Dry Use Eyeshadow gekauft. Das ist folgender und zwar einer in Silber. Ich habe den nämlich in Gold, Leute, und ey, das ist einfach sowas von geil. Also ihr könnt die tatsächlich, wie der Name sagt, wet und dry auftragen. Ich habe den auch noch in einem super geilen puren Gold. Damit lässt sich auch super Highlighter auftragen. Ich will jetzt mal nichts sagen, aber ich benutze auch Lidschatten als Highlighter. Manchmal bin ich halt so ein faules Stück, dass ich von meiner Juvia's Place Palette oder so, da gibt es immer irgendeinen Ton, da als Highlighter funkt. Das ist kein Witz. Und dann knalle ich mir kurz ein paar Pinseltupfer drauf und dann ist gut. Dann habe ich mir von der Arctic Holiday Arctic Compact Blush, das ist auch so ein Limited, und zwar, also, liebes Kiko-Team, ja, das muss ich mal gesagt haben. Who uses this? Also, das ist für mich eine Beleidigung. Ey, haben wir schon mal so einen Scheißpinsel gesehen? Also, das ist in so einer Verpackung gekommen, ich weiß aber nicht mehr, ob ich es finde. Das ist in so einem Karton gekommen, da war halt ein gut gemeinter Pinsel zum Blush auftragen da. Leute, ich würde da maximal meine Kontur irgendwie verdichten mit. Ich habe sie mir jetzt mal als Mahnbeispiel hier draufgelegt, dass solche Pinsel nicht in meinen Einkaufskorb wandern. Und zwar habe ich mir einen sehr tollen, frühlingshaften Blush gekauft. Und zwar ist das ein ganz tolles Peach-Aprikose-farbener Ton, der sich unnormal toll verblenden lässt. Ich habe den auch schon ein paar Mal getragen. Sehr, sehr schön. Ich habe aus einer anderen LE. Und zwar auch aus der Arctic Blush Reihe, also auch aus derselben Reihe, habe ich mir den Dreaming Coral mitgenommen. Das ist aber der Baked Blush. Ja? Also den, meine beste Freundin musste extra noch mal in den Laden gehen, weil sie sich den gekauft hat. Das ist ein super Dupe zu NARS Orgasm, weil er ja auch so einen bärigen roten Unterstich hat. Man kann die so oft sehen, ihr müsst die gar nicht kaufen, um die mal gesehen zu haben, weil die werden euch penetrant eigentlich aufs Auge gedrückt. Das Packaging super edel. Also ich bin obsessed mit diesen Blushes. Und dann wollen wir mal zu der wichtigsten Akteur heute kommen, meiner Beauty Bay Bestellung. Beauty Bay hat heute, hat irgendwie, ich habe am 26. Dezember bestellt. Nee, Januar. Und kam jetzt innerhalb von einer Woche wieder sehr, sehr gut eingepackt. Und zwar, ihr kennt ja eventuell, wenn ihr so ein bisschen auf amerikanischen YouTube-Kanälen rumschwirrt, die Laura Lee. Also Laura Lee ist eine extra YouTuberin, sag ich mal, ja. Also man muss sie mögen, man kann sie aber auch für das, wie sie es tut, hassen. Also sie ist schon sehr anstrengend, ich kann das gar nicht, also wenn man Videos sieht, sie ist manchmal ein bisschen over the top, es ist sehr anstrengend manchmal, ihr zu lauschen, weil sie einfach eine sehr, sehr anstrengende Stimme hat. Kann man das so sagen? Ja, doch, also das kann man so sagen. Und sie kam raus mit einer eigenen Palette. Das Problem, was ich mit diesen YouTube-Paletten habe, ist folgende. Also die Miss Bella-Palette hat 17 Euro gekostet. Die ist auch wirklich sehr gut.
Aber ich muss sagen, sie ist halt sehr safe gemacht. Also das muss man einfach dazu sagen. Miss Bella Palette, da sind halt keine Farben drin, die niemandem gefallen könnten. Also ich finde es irgendwie zum Beispiel geil, weil was ich jetzt richtig geil finde, die Kristen Lien, das ist auch eine YouTuberin, die hat mit Urban Decay eine Kollaboration rausgemacht. Da hat Julina Menon, glaube ich, einen super schönen Look. Also folgt ihr überall, wo es zu folgen gibt. Ist eine unnormal schöne Frau, sage ich euch ehrlich, die Julina Menon. Ich finde die total inspirierend irgendwie. Sie hat halt auch eine anstrengende Stimme, weil sie war mein Mann, lebt aber natürlich jetzt als Frau, hat noch einige Schritte vor sich, aber Shoutout zu dir, Julina. Unglaublich deine Reise und ich verfolge das schon echt einige Zeit. Unnormal und du siehst so, so schön aus und sie kann sich auch unnormal gut schminken. Also das muss man mal können, von einem Mann als Frau sich super geil zu schminken, ja. Und auf jeden Fall, Kristen Lien hatte eine ganz, ganz tolle Kollaboration. Müsst ihr mal schauen. Ich schaue mal, ob ich es bei Urban Decay finde. Könnt ihr euch die angucken. Die hat eine ganz, ganz tolle, sehr extravagante Palette rausgebracht. Und das finde ich halt geil. Kollaborationen sind ja auch dazu da, sich kreativ auszuleben, weil ihr einfach mit Firmen gemeinsam eure Popularität ausnutzen könnt, um praktisch etwas Eigenes zu kreieren. Und Laura Lee hat jetzt eine eigene Palette rausgebracht. Und zwar ist es die Laura Lee Los Angeles Cats Pyjamas. Ich muss sagen, ich habe 5 Katzen. Ich liebe sie. Ihr wisst, ich halte ja immer wieder meine Lilly in die Kamera, ob sie will oder nicht. Die hat halt wie heißt das? Eine eigene Palette rausgebracht. Ihr werdet gleich sehen, warum ich meine, sie ist sehr safe gegangen. Laura Lee ist halt, das habe ich mich eigentlich sehr gewundert, warum das so safe gemacht wurde, ja. Das Packaging außen ist mit Rosen und das ist halt auch sehr cool gemacht. Innen ist dann halt so ein Cheat, ja, wo ihr praktisch so eure Dinger schützen könnt. Das mache ich weg. Und die Palette sieht so aus, ja. Es ist, ja, schaut mal. Also es ist sehr, sehr Standard, muss ich sagen. Die Namen sind aber süß. Schaut mal, von oben, von hier nach rüber runter. Okidoki, Scatterbrain, Bomb-Diggity, Cray-Cray, Redonkulous, Quirky, Cookie, In Your Ear, Out of the Ear und Adball. Also, super schöne Farben, sage ich euch. Also ich swatch mal Scatterbrain. Das ist auch ein sehr schöner goldener Ton. Dann Cray Cray finde ich für die Transition unnormal schön. Das ist ein sehr, sehr toller Senfton. Dann gehe ich mal in Kirky rein. Muss ich ja sagen, die sind ja pudrig. Also sind schon sehr pudrig. Und dann gehe ich mal in dieses Schwarz rein, weil Schwarz finde ich immer geil. Also Pigmentierung sehr gut. Und das war halt eine super Aktion bei Beauty Bay. Beauty Bay hat diese Palette 50% einen Tag verkauft. Also das heißt, statt, ich glaube, knapp 44 Euro habe ich 22 bezahlt. Und dann muss ich halt sagen, wenn es halt so Richtung BH Cosmetics geht, kann ich das halt gewährleisten. Aber ich muss sagen, für 44 Euro hätte ich mir die auf gar keinen Fall gekauft. Also bin jetzt dabei, demnächst will ich unbedingt die Jeffree Star Paletten kaufen. Die werden aber, glaube ich, auch mal in einem Sale bei mir in Packaging wandern, weil da sind die Farben halt auch sehr extra. Das heißt, so Beauty Killer und Androgyny ist, also ich liebe Jeffree Star, ich sag nie was Schlechtes gegen ihn. Er hat einfach, ist in der Beauty Community in Amerika einfach echt die Hosen an. Also Jaclyn Hill, Carly Bible, das sind einfach diese Leute, wo ihr, wenn ihr Videos seht, definitiv vertrauen könnt, dass die Sachen was taugen. Und Laura Lee, wie gesagt, hat eine schöne Palette rausgebracht, aber ich muss sagen, mir gefällt das Packaging gar nicht. Also, weil es ist halt, das ist mir für den Preis echt zu billig gemacht. Also, es ist schön, also es ist ein tolles Packaging, es fühlt sich gut an. Hätte sie es mal so gelassen und einfach innen zum Beispiel auf Hochglanz mit so einem Swarovski-Style, hätte mir das viel besser gefallen, aber dann irgendwie so eine Rosenoptik, I don't know. Oder zum Beispiel, weil sie es ja Cats-Pyjamas hat, warum hat sie nicht hier so Katzen hingeklebt? Ich weiß nicht. Also finde ich schade. Und ich habe eine sehr, sehr, sehr tolle Person kennengelernt. Und zwar die Isabelle. Isabelle A.Beauty heißt sie hier auf YouTube. Ich verlinke ihren Kanal sehr, sehr gerne für euch. Und auch auf Instagram. Das ist eine, die hat bei den NYX Face Awards mitgemacht und kam unter die Top 20 vor einigen Jahren. Vor ein paar Jahren. Ich weiß nicht, letztes, überletztes Jahr, vorletztes, vor überletztes Jahr. Vorletztes Jahr. Und
Leute, wenn ihr da auf Instagram ihre Looks seht, also ich darf ihr privat schreiben. Es ist so toll. Ihr könnt ihr schreiben und sie ist ein so toller Mensch, wirklich so ein unfassbar liebenswerter Mensch, bezaubernd süß, wirklich. Also wow. Sie hat, wenn ich etwas zum Beispiel schön finde, dann schreibe ich ihr manchmal, also eigentlich schreibe ich schon, also relativ öfter, wenn ich irgendwas neu toll finde. Und sie hat mir neu, sie hat, wir hatten es irgendwie neulich von neuen Releases und dann habe ich so gesagt, ja, ich habe mir die Violet Voss Hashtag Palette und da hat sie mir so Auszüge von denen geschickt, was sie gerade schminkt. Also sie war im Moment sich dabei zu schminken, weil sie ist sehr aktiv bei Instagram. Folgt ihr sehr, sehr gerne auf Instagram. Ich verlinke ihren Kanal unten. Und ich habe mir die Violet Voss Pro Eyeshadow Palette gekauft. Und zwar die Hashtag Palette. Und das ist meine erste Violet Voss Palette. Die hat 48 € gekostet. It's screaming my name. Also jeder, der mich echt gut kennt, der weiß, dass. Also Kindergeburtstag bei mir sieht aus wie Tante Jenny kommt im. Also meine beste Freundin Jana, die hat einen Sohn. Der Lian wird jetzt bald 1 Jahr alt. Und ich weiß 100%, dass die Tante daraus einen Look schminkt. Also der Kleine, der guckt mich eher ein bisschen komisch an, wenn ich nicht geschminkt bin. Kennt ihr dieses Gefühl? Da denkst du so, wer bist du? Und auf jeden Fall super gutes Spiel. Also das ist ein richtiger Spiegel, keine Folie. Und das sind die Farben. Und ich werde mal ein paar swatchen. Und zwar die Farbe Truth. Oh, die sind butterweich. Truth. Mega. Lady Boss. Das ist so ein bisschen. Ey, diese. Oh mein das ist eine geile Farbe. Das unten ist No Filter. Dann kommt die Farbe Throwback. Und schaut mal, die lassen sich auch un. Also da. A little bit goes a long way. Dann. Oh, das ist ein tolles Purple. Leute, Mama wird einen Look dazu schminken. Würde jetzt Rafa's Plastic World sagen. So. Und dieser Ton da oben. Butterweich. Also sie sind wirklich von der Konsistenz. Ich will auch mal einen matten swatchen. Wow. Also, Isa hat keinen Scheiß erzählt. Das sind wirklich butterweiche, aber tolle Lookfarben. Die erste Reihe besteht aus matten Farben und zwar Fresh Sauce Savage Gold. Ich denke mal LOVE. Das ist wirklich so I love you. Dann geht es weiter mit Truth, Lady Boss, No Filter, Throwback und Lit. Dann haben wir. VK, Goals, FOMO, Low K, Living, Sunset, Relevant, TBT, PettyFF, Life. I love her, I love her. Ich werde auf jeden Fall separat. Also, im Großen und Ganzen wisst ihr, ich kaufe wenig High-End. Also, ich habe diese zwei High-End-Paletten und jetzt nochmal zwei, ja? Bei der Laura Lee muss ich sagen, da bin ich jetzt noch nicht sicher, ob ich das High-End bezeichnen möchte, weil ich habe noch keine Erfahrung dazu, wie ich die nutzen werde. Ich werde aber gucken, dass ich zu diesen Paletten mal, also es wird auf jeden Fall ein Get Ready With Me geben. Ich werde dann einige Produkte, also ich werde auf jeden Fall diese im Fokus setzen. Und die Pinsel. Highlighter. Ich habe ja von Kiko zum Beispiel noch ein Lippenprodukt. Also ich denke, dass ich da einige Looks draus zaubern kann. Und ich hoffe, wie gesagt, dass diese Hauls euch echt Spaß machen. Also mir machen die immer sehr, sehr viel Spaß. Sie kosten auch viel Geld. Und es ist halt nicht so, dass man. Also jeder, der arbeitet, das sage ich immer wieder in meinen Videos, hört nicht auf, eure Wünsche und Träume zu erfüllen. Mein Traum ist es halt immer schon gewesen, Make-up-mäßig sehr viel zu tun. Also, ich habe eigentlich total den falschen Beruf, kann ich euch ehrlich sagen, weil so sehr wie ich Make-up liebe und, sagen wir mal, sage ich mal, auch sehr excited darüber werde, sollte ich eigentlich Make-up-Artist werden. Was allerdings noch nicht ausgeschlossen ist, dass ich vielleicht
irgendwann mal die Ausbildung dazu machen werde. Nicht, weil ich mich nicht schminken kann, sondern weil ich gern diesen Titel hätte. Versteht ihr das? Ich hätte gern sowas, was ich sage, ja, ich bin Make-up-Artist, weil da kann man auch auf selbstständiger Basis arbeiten, zum Beispiel Bräute schminken, auf Events arbeiten, Leute schminken und so. Es ist halt immer noch so ein ganz heimlicher Traum von mir, eventuell diese Ausbildung zu machen. Sie kostet halt sehr viel Zeit und ihr müsst auch echt Geld investieren. Also jeder, der eine Kosmetika-Ausbildung gemacht hat, beziehungsweise Make-up-Artist, weiß, dass ihr halt zum Beispiel von MAC Produkte bekommt und so. Da müsst ihr halt so ein bisschen drüber hinausgehen, dass ihr praktisch MAC nicht benutzen wollt, sondern ihr müsst es halt benutzen von der Schule aus. Es gibt da halt immer so, die einen benutzen dann The Make-up Factory, die anderen benutzen Art Deco und so weiter. Und ich hätte da schon Bock drauf, muss ich sagen. Echt. Einfach nicht, weil ich das jetzt hier alles begründen möchte, meine Einkäufe, sondern einfach, weil ich das so schön finde. Und ich hätte halt, glaube ich, diesen Titel gerne. Also mal sehen, vielleicht irgendwann werde ich auf jeden Fall mal diese Ausbildung machen. Das ist ein großer Wunsch von mir. Also unnormal gerne würde ich das tun. Vor allen Dingen wäre ich da mit Gleichgesinnten in einer Klasse und hätte dann zum Beispiel die Möglichkeit, total viel zu schminken und auch zu lernen bei anderen, wie sie sich schminken. Und ich hoffe, dass ich diesen Wunsch mir mal erfüllen kann, weil ich fühle mich mit 29 noch nicht ganz am Weg angekommen. Also meine Intensivpflege macht mir sehr viel Spaß, ist aber auch, ja, ist leider Gottes auch manchmal ein bisschen traurig, weil man sieht, die Leute halt immer krank und ich würde auch gerne Leute mal sehr glücklich sehen. Und also wenn ich sehe, wie glücklich ich bin zum Beispiel, wenn ich etwas mehr kaufe, was Schminke angeht oder so, dann möchte ich dieses Glück irgendwie auch Leuten zurückgeben, die da auch dran Spaß hätten. Sprich, zum Beispiel eine Braut, die sich schminken lässt von mir oder so. Und ich denke, dass ich irgendwann den Mut dazu finden werde, diese Ausbildung zu machen, weil ich weiß nicht, also irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich noch was brauche in meinem Leben, wo ich auch noch Spaß dran habe, weil Make-up-Artist zu sein, ist wie in jeder Kunstform, auch Friseur, Make-up-Artist oder so, die verdienen kein Schweinegeld, die verdienen eigentlich gar nichts. Ihr müsst erstmal 6.000 Euro in eure Ausbildung stecken, um überhaupt Make-up-Artist zu sein, euch nennen, so nennen zu dürfen. Das ist ein Schweinegeld, aber für jemand, der halt zu Hause ist und sich schon super so schminken kann und auch diese Lust hat, zum Beispiel Contouring, die Techniken zu lernen, auch auf Papier zum Beispiel ganze Models zu schminken. Das ist halt mal eine ganz andere Arbeit und nicht so Arbeit wie meine Arbeit, die ich normal vor sich hinführe. Also das wäre ein ganz großer Traum von mir. Ich bin auch schon am Schauen, wie sich das irgendwie mit meinem Job vereinbaren lässt. Aber ich denke, ich werde mal irgendwann einen Weg finden, das zu realisieren. Meine Lieben, oh, ich gehöre wieder ins Bett. Oh, ich bin todmüde. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Freitag und freut euch auf das Sonntagvideo. Es wird nämlich wieder ein bisschen freaky. Also, ihr Süßen, auf Wiedersehen und bis Freitag.